Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhorn.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Guten Morgen zu Beginn der neuen Handelswoche. Wir schauen mal in den Wirtschaftskalender. Was gab es am Wochenende für Zahlen? Wir hatten ja hier bloß die Geldbasis aus Japan, hat uns nicht weiter interessiert. In der Nacht dann die ersten relevanten Zahlen hier aus Australien, und zwar die Einzelhandelsumsätze. Die schlechter ausgefallen als die Prognose und auch deutlich schlechter ausgefallen als das letzte Mal. Und das bringt unserem kleinen Aussie-Short natürlich einige Punkte. Wir schauen uns das Ganze gleich mal im Chart an. Zunächst einmal, was gibt es heute noch für weitere Zahlen? Heute um 10:30 Uhr die Zahlen aus dem Bausektor aus Großbritannien, hier der quasi der PMI für die Konstruktion, der CIPS, ist eher so ein Bau-PMI, kann man sagen, ja. Dann um 11 Uhr die Arbeitslosenquote aus Europa, beziehungsweise nicht aus Europa, sondern aus der Eurozone. Überhaupt die ganzen Daten hier aus der Eurozone, auch der Erzeugerpreisindex, für mich erst relevant, sobald es hier zu großen Verwerfungen zwischen diesen Zeitzahlen kommt. Also nicht nur die jetzigen Zahlen zur Prognose, sondern vor allem auch die jetzigen Zahlen zu den vorherigen Zahlen. Also das müssen wir sehen, was dabei herauskommt. Dann der Arbeitsmarktindex 16 Uhr aus den USA, die Werksaufträge, und dann spricht noch um 16 Uhr der Präsident der Bank of Canada, Herr Stephen Poloz. Ja, und dann haben es schon fast geschafft. 16:30 Uhr dann noch die Prognose zu den Geschäftsaussichten seitens der Bank of Canada ist nochmal ganz interessant für den kanadischen Dollar, aber kanadischer Dollar aktuell wirklich sehr, sehr stark vom WTI Euroöl beeinflusst. Schauen wir uns heute im Laufe des Tages bestimmt auch nochmal an. Ist ganz interessant schon wieder. So, der Blick in den Chart. Der DAX ist ja hier am Freitag noch sehr, sehr schön unter seine Range gefallen, oder unter diese vermeintliche Range, konnte sich letztendlich aber wieder erholen, und das ist eben jetzt der Punkt, den wir unbedingt besprechen müssen. Er konnte sich dann im Tagesverlauf sehr, sehr stark wiederholen nach den NFP-Zahlen, hat letztendlich auch oberhalb dieser Supports hier geschlossen, also oberhalb dieser wichtigen 9.800-Punkte-Marke, hat das Ganze hier auch auf Stundenbasis schon, ja, halbwegs sicher getestet, auch wieder im Rahmen dieser Expansion-Level, die wir hier sehen. Also die funktionieren hier wirklich im DAX ausgesprochen gut. Im Fokus momentan hier eine Erholung im Rahmen dieser Pufferzone, die wir hier sehen, auch dieser Gap Close natürlich bei ca. 9.960 Punkten im Fokus. Wir müssen hier dabei beachten, der DAX hat noch nicht gestartet. Also es ist jetzt erst Viertel acht ungefähr, oder Viertel nach sieben, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und demnach können sich hier diese Trendlinien nochmal verschieben, sobald der DAX öffnet, ist ja klar. Wir hatten jetzt das Wochenende dazwischen. Wir haben aber noch ein kleines anderes Gap hier, oder müssen das auf dem Schirm haben, und zwar dieses hier oben bei ca. 10.070 Punkten. Also das dürfen wir nicht vergessen, dass hier noch eins lauert. Wie könnte ich mir den weiteren Verlauf vorstellen? Nun ja, zunächst einmal kann es natürlich sein, dass sich der DAX ja wieder ein bisschen hochquält an dieser Trendlinie entlang, bis er letztendlich vielleicht auch irgendwann mal dieses Gap geschlossen hat. Und dann einfach weiter in Richtung unseres Kursziels fallen, oder? Und das ist eben das größere Problem hier für die Bären, da wir hier einen vermeintlichen Fehlausbruch aus dieser Seitwärtsrange, aus dieser auch vermeintlichen Seitwärtsrange gesehen haben, könnte dieser Retest, der hier gerade stattfindet, oder auch ein erneuter Retest, der dann hier von oben nach unten hier absolviert wird, dazu führen, dass es hier zu falsch kommt schnell, nach falsch kommt schnell Reaktion kommt und der Kurs eben hier oben durchbricht. Also das wird ganz interessant. Ich würde jetzt aktuell hier wirklich in diesem charttechnischen Niemandsland absolut die Finger lassen vom DAX. Wir sind jetzt wieder innerhalb dieser Range. Da haben wir sowieso gesagt, lieber mal die Finger weg, ganz, ganz in Ruhe hier überlegen und ab. Und das hat bis jetzt auch gut funktioniert. Wir waren ja an der Unterseite Short gegangen, an der Oberseite Short gegangen, an der Unterseite Long gegangen. Und aktuell, oder im Zuge dieses Ausbruchs hier, ist dieser Long hier unten auf der 9.800er Basis zum Beispiel Break-Even ausgestoppt worden, habe ihn dann aber am Freitag wieder reingelegt, ja, um die Short-Position abzusichern. Also es ist wieder alles auf Anfang. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es das Ganze hier weiter vollzieht. Also
durch diese sehr günstige Positionierung können wir nichts anderes als gewinnen. Das ist eben sehr, sehr schön. Denn egal, ob jetzt oben ausbricht und weiterläuft, das ist super. Dann läuft die Long-Position eben weiter. Und sobald hier Short wieder ausbricht, wird die Long-Position wieder Break-Even ausgestoppt. Und die Short-Position von hier oben, die rammelt ja einfach mit in Richtung Süden. Das ist eigentlich völlig egal. So, Kursziele im südlichen Bereich immer noch die 9450 Punkte ungefähr. Also hier dieses 38,2 Expansion-Level, Projektionshöhe, diese vermeintlichen Seite. Range, das hat sich ja wahrscheinlich erledigt. Oder er hat sich aktuell erst einmal erledigt, diese Short-Thematik. Da wir müssen erstmal gucken, was der Kurs jetzt hier mit dieser Trendlinie macht, ob er hier drüber steigen kann oder nicht. Und auf der Oberseite, klar, hier an den Expansion-Levels möchten wir uns auf jeden Fall orientieren, da diese sich nahezu perfekt mit diesen noch offenen Gaps hier auf dem Daily-Chart überschneiden. So, dann werfen wir noch einen Blick in den Dow Jones. Wir hatten ja hier innerhalb der jüngsten Analysen zum Dow Jones hier über diese vermeintliche Wimpelformation gesprochen und darüber, wie das Ganze hier weiter laufen könnte. Ja, der Wochenschlusskurs der letzten Woche fand oberhalb dieser Trendlinie statt, was natürlich erst einmal ein prinzipiell gutes Zeichen für die Bullen ist, und man könnte jetzt schon drauf spekulieren, dass das Ganze hier gut geht. Klar, wir müssen natürlich noch einen Retest abwarten. Ich denke mal, die Dynamik aktuell sollte noch ein bisschen anhalten, und dann kommt erst der Retest. Und da sehen wir aber schon, ne, wenn sich diese Wimpelformation wirklich bestätigt, wie weiter der Jones hier noch laufen könnte. Also wir könnten hier nochmal eine gewaltige Rallye vor uns haben, bis circa 21.000 Punkte, knapp unter 21.000 Punkte. Das ist, ja, wenn sich das Ganze wieder lostritt, durchaus drin. Aber ich vertraue dem Ganzen natürlich nicht. Ne? Wir können uns natürlich nicht nur auf die diagonalen Trendlinien verlassen. Wir haben hier wichtige horizontale Widerstandsbereiche. Hier spätestens bei ca. 17.880 Punkten. Dann als nächstes natürlich die Jahreshochs von 2015. Also das sind einfach knallharte Widerstände, die wir nicht ignorieren können. Die existieren nun einmal, und da brauchen wir hier nicht schon über eine Wimpelformation träumen. Es kann auch durchaus sein, dass wir hier, dass dieser Ausbruch, den wir hier aktuell sehen, dass das ein Fehlausbruch wird und der Kurs dann hier wieder in diese Formation reingerät und dann letztendlich hier Short ausbricht. Also da möchte ich mal noch nicht von 21.000 Punkten sprechen, aber für unsere Long-Position, die wir geplant hatten, ich gehe mal hier auf den H4-Chart zurück, entwickelt sich das Ganze natürlich aktuell sehr, sehr positiv. Ich hatte ja damals diesen Widerstandsbereich thematisiert und diese Trendlinie. Dann hat er gesagt, okay, wenn der Kurs ja auf Tagesbasis unterhalb dieser, beziehungsweise auch auf H4-Basis unterhalb dieses Supports schließt bei ca. 17.545 Punkten und das Ganze dann auch erfolgreich von unten in Anführungsstrichen testet, dann könnte der Jones sich hier an diesen horizontalen Unterstützungsbereichen weiter nach unten vorarbeiten, beziehungsweise innerhalb der Wimpelformation nach unten vorarbeiten. Hat er nicht getan. Ja, Kurs hat sich hier schön stabilisieren können. Wieder am H450er, 55er EMA. Auch an dieser Trendlinie schöner Long-Einstieg. Und aktuell, wie gesagt, hier mit ungefähr 200 Punkten im Plus. Und jetzt warten wir mal drauf, dass er vielleicht hier diesen horizontalen Widerstandsbereich bei ca. 17.850 Punkten trifft. Und das, ja, wäre schon mal ein schönes erstes Kursziel. Und das CRV sollte dann auch erreicht worden sein, denn wir haben hier unter diesem, also relativ knapp gestoppt unter dieser Trendlinie, beziehungsweise also unter der diagonalen Trendlinie unterhalb dieses horizontalen Unterstützungsbereich bei 17.430 Punkten. Das sieht man sehr gut auf dem H1-Chart hier, wenn ich das mal zeigen darf. Hier ist so eine Art Unterstützungslinie. Ich brauche jetzt nicht hier unter diesem Tief stoppen oder unter diesem, also wenn er da durchkracht durch diese Trendlinie, ist es sowieso, hätte sich die Long-Thematik sowieso erledigt, und deswegen, ja, haben wir hier relativ knapp gestoppt. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, was der Kurs hier macht. Es ist natürlich alles noch nicht in Sack und Tüten, ganz klar. Müssen wir darauf hinweisen, wir haben zwar, oder der Kurs konnte zwar wirklich auch dieses Ausbruchshoch überwinden, aber es würde mich auch zum Beispiel freuen, wenn der Kurs noch einmal hier runterkommt, bis ca. 17.545 Punkten das Ganze noch einmal testet, könnte man dann unter diesem Tief beispielsweise stoppen und noch einmal die Position weiter ausbauen. Also das ist ganz interessant hier momentan. Da schauen wir uns auch hier auf kurz- bis mittelfristiger Basis. Wir müssen mal gucken, was er jetzt hier mit der großen mutmaßlichen Wimpelformation anstellt. So, und zum Schluss nach der Aussicht, ich hatte es gesagt, aufgrund der Zahlen, worauf hatte ich hingewiesen innerhalb der letzten Analyse, und zwar hier auf dieses Ausbruchshoch, beziehungsweise ist der Kurs ja hier auf Daily-Basis dran gescheitert. Hier auf dem H4 sieht alles erst einmal nach tollen Ausbrüchen aus, aber auf Daily-Basis hat es der Kurs eben nie hier drüber geschafft. Und deswegen hatte ich das letzte Mal gesagt, als wir hier hoch sind,
Ja, also hier über dieses Aus, über dieses Hoch hier drüber sind, hatte ich gesagt, aufpassen, aufpassen. Der könnte am nächsten Tag eben noch einmal ein bisschen hochschießen, denn hier hat sich der letzte Woche der Weekly R1 befunden, ja, der Weekly R1 Pivot Point. Und genau das hat er auch tangiert, ist dann letztendlich wieder drunter gefallen, hat das Ganze, wir können es auch mal auf H1 anschauen, ist hier wirklich diesen Pivot Point abgearbeitet, ist hier, hat den wieder drunter geschlossen, hat das Ganze von unten getestet. Super Short-Einstieg, Stop hier drüber, ungefähr 30, 40 Pip. Und dann ist er hier weiter in Richtung Süden marschiert. Und jetzt erwarte ich mir einen Retest dieser abwärts gerichteten Trendlinie, ungefähr im Bereich der 0,75, 5,50. Mal sehen, ob, ich habe es hier mal eingezeichnet, ob das hier wirklich eine Wimpelformation oder eine Art Dreiecksformation sein wird. Falls sich der Kurs hier stabilisieren kann auf diesem Niveau, sollte die Long-Term-Thematik dann weiter anhalten. Also wir warten zwar grundsätzlich auf den Retest an diese Trendlinie, beziehungsweise auf den Retest dieser vermeintlichen Seitwärts-Range, aber ja, der kann ja auch später kommen. Das schauen wir uns gleich nochmal im Weekly Chart an. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt mal darauf, falls sich der Kurs hier wirklich stabilisieren kann. Für unseren Short-Einstieg bedeutet das natürlich ein Wahnsinns-CAV, das ist ganz klar. Das ist schon wieder super, 5 zu 1 ungefähr, ganz knapp. Aber ja, es kann eben sein, dass der Kurs hier wirklich, falls er sich stabilisieren kann, an dieser mutmaßlichen Wimpelformation, dass wir hier unser eigentliches Kursziel von der großen Seitwärtsrange, die wir uns gerade angeschaut haben, im Vorfeld schon mal schaffen, schon mal abarbeiten, hier ungefähr im Bereich der 0,7850. Ja, wäre dann ungefähr hier so ein Setup von ca. 300 Pip Ausmaß und ja, nicht ganz unattraktiv. Wir haben ja auch eine Long-Position schon im Markt, das war ja hier unten, als ich kann es nochmal zeigen, im Daily Chart. Wir sahen hier diesen bärischen Fehlausbruch, Kurs kam wieder drüber, hat das Ganze von oben her getestet. Schöner Einstieg und wenn der hier jetzt hochläuft, na gut, dann haben wir unsere 930 Pip ungefähr schon, ungefähr 930 Pip schon vorher geschafft, bevor es überhaupt zu einem großen Retest kam. Und dann befinden wir uns aber höchstwahrscheinlich auch an der Oberseite dieses abwärts gerichteten Trendkanals oder knapp, ja, kann dann noch eine Weile dauern, kann es hier noch bis Juli hinziehen oder was weiß ich, müssen wir sehen, wie lange das läuft. Und dann steht natürlich irgendwann mal eine Korrektur wieder an, wenn er hier nicht gleich ausbricht aus dem Trendkanal. Was ich bezweifle, also ich glaube nicht, dass er beim ersten Versuch gleich hier ausbricht. Kann natürlich auch sein, dass er einfach unser Kurs hier erreicht, dann in den Retest übergeht und dann eben nochmal hier hochkommt. Vielleicht dann auch wirklich dann beim zweiten Versuch dann hier ausbricht. Ja, also es ist jetzt nicht dramatisch oder wäre jetzt nicht dramatisch, wenn wir dieses Kursziel der Seitwärtsrange gleich erreichen oder in Kürze erreichen und dann nochmal in den Retest übergehen. Ist völlig normal, ja. Wir befinden uns ja hier innerhalb dieses Trendkanals, der trotzdem auch in einer, naja, wie soll ich sagen, in einer Art Konsolidierungsphase. Deswegen ist das alles jetzt nicht so dramatisch. Man muss hier überhaupt nicht sich in eine Trendrichtung verlieben. Wir partizipieren aktuell an allen möglichen Trendrichtungen im Aussie und das relativ einfach, relativ konstant und das ist natürlich höchst erfreulich. Man muss eben bloß wirklich ein bisschen die Geduld haben, das Ganze hier auszuhalten. Also das ist ganz klar. Also wer hier wieder versucht hat, irgendwelche Ausbruchstrades zu machen in die bullische Richtung, der wurde sicherlich sofort bestraft. Strafe folgt auf dem Fuße. Ja, ich sage es ja immer wieder, diese Ausbruchstrades sind einfach sehr, sehr unsicher, sind sehr unkalkulierbar und deswegen lieber immer auf den Retest warten. Das hat sich auch an dieser Stelle wieder absolut gelohnt und bestätigt. In diesem Sinne wünsche ich natürlich einen guten und erfolgreichen Start in die neue Handelswoche und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss.